Und dann, ja, gehen wir Silizium-Perlen rüber. Boah, den bis wir hier aufgeräumt haben, mit der ganzen Gebiet. Dass dieser Aufzug immer Startschwierigkeit hat. Und Stoppschwierigkeit. Glaube jetzt haben wir auch noch mal ein bisschen Sprit. Wir sollten ihm vielleicht mal eine Granate brauchen. Oder was mit Neger. Ja, Megatheriums ist das. Geht bald los mit der Züchterei. Als ich jemals mit dem Zuchthaus fertig war. Mein Zuchthaus ist ja eigentlich falsch, oder? Let's go, Girls. Harz. Einmal Harz. Einmal Harz, immer Harz. Harz, aber herzlich. Ja, ausgerechnet wird auch das wieder ewig. Komm, Chatlauf, ich kann die Müdigkeit verschütten. Noch ein paar Meter zu viel. Das ist ein toller der Chatlauf. Der Vorgänger war auch toll, bevor ich näher mit dieser total bescheuerte Aktion doch umfattern. Ja, das war definitiv eine selten dämliche Aktion. Was aber interessant ist, auf dem Server habe ich kein aus dem Teleporter drauf, weil PvP und so wäre eventuell overpowered. Hallo? Knopf gedrückt, scheiße. Schön geht der Barmkühler. Ja, da habe ich eben dann keinen Außenteleporter drauf, weil PvP und Teleporter, das wäre ein bisschen. Es ist beeindruckend, wie diese Teleporter das Leben dann doch leichter machen. Ich meine, ich benutze jetzt nicht so exzessiv wie einige andere, die ich kenne, die dann an jedem Spot, die eigentlich kein Getier mehr brauche, sondern einfach nur noch sich von Spot zu Spot beame und dort mache, was ich brauche. Ich fliege ja dann doch schon von zum Beispiel jetzt von der Plattform bis dann hierher oder sowas. Ich habe ja nur Paarsitze oder fahre mit dem Schiff irgendwo hin, um dort einen Teleporter zu haben. Ja. Aber dieses, ich fliege dann irgendwo hin, mir zum Beispiel hier Siliziumperle zu holen. Und kann mich dann aber zurück teleportieren. Das heißt, ich brauche den Rückweg nicht mehr. Das macht die Sache ja so viel angenehmer. Wachs ist aber wieder gut. Ewig hören wir uns hier jetzt aber nicht auf, weil, wie gesagt, wir müssen ja dann noch holfen gehen. Das dauert ja auch ein bisschen.
was machen wir denn jetzt da? Ja, das dürfte für den Anfang mal reichen. Geil, Chat, glaube ich, du siehst das doch ähnlich. Oh, heute bin ich echt richtig früh. Ich habe die Nacht nicht viel geschlafen. Startschwierigkeit. Ohrkrepierer. Bitte. Wie wäre es, wenn die andere Richtung passt? Oh, ist das klopper. Wahnsinn. Wie wir schon festgestellt haben, wenn wir dann näher dran sind, ist es gar nicht so groß. Als wenn man beim Rex drin steht. Knack, knack, überall knackt's. Ich bin doch knackig, Alter. Komm, aber war nix. Ist ja so. Ich finde ja Strecke. Oh, das ist so geil, die Sache. Okay, man sagt, wir diskutieren über die Für und Wider von Strecken. Das ist toll, das ist jetzt nicht toll. Wie gesagt, ich finde es toll. Gut, nachdem wir das haben. Ah, so, die Jungs. Ich müsste ja eigentlich von hier aus jetzt ganz problemlos zum Hartz IV teleportieren können. Und ich hole dich eigentlich nur mit, weil du beim Runterspringen kein Fallschaden kriegst. Da brauche ich keine Leiter, keine Treppe, kein Fallschirm. Lauf zwei Schritte. Gong. Und das war schon. Sehr praktisch und dann nicht. Muss ich ja schon mal so sagen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir geholzt haben, ist der Sprachraum. Ich hatte irgendwie Frick erwischt, die nicht so richtig rauskommt. Die waren doch abholzbare Bäume. So was Artverwandtes. Und Holz ist ohne Doors und Teleporter echt kacke. Muss ich direkt mal so sagen. Weil ja, meine Methode, sich dann einfach nur zum Holzlager zu teleportieren, funktioniert dort logischerweise nicht.
schon irgendwie anstrengend. Warum so aktuell? Dazu hätte ich das ganze Bauprojekt gar nicht starten können. Wenn ich euch an den Anfang hier erinnere. Selbes lang braucht, um die Regionen zu laden. Ja, ich weiß, wenn ich eine SSD oder sowas hätte, wo das Spiel drauf ist, wird das wahrscheinlich schneller gehen. Habe ich aber nicht. Nur guter alter HDD. Einige denken jetzt wahrscheinlich HDD. Was ist das denn jetzt schon wieder? Alter, von SSD und NVMe. Das bin ich immer wieder an meinem Football lustig. Der hatte nicht ein gemütliches Teil. Ein Lüfter, keine Festplatte. Den könnte ich jetzt auch holen und jo, schüttle. Würde mich interessieren. Wahrscheinlich wird die Antenne gerade abgehen, aber davon abgehen. Ja, ich weiß. Ich habe hier den Teil 5 rumstehen und er ist auch quasi schon startbereit. Oh ja. Da kann man machen nichts. Irgendwie klappt das nicht. Oh, habe ich Zeit zu gehen? Oh, ich glaube, bis zur Strecke. Und zurück. Und wie gesagt, das mit den Kommentaren, da könnt ihr mir wirklich, das gibt mir immer noch am meisten dieses Gefühl, ich mache doch auch was, was die Leute interessiert. Ich meine, die Zugriffszahlen gehen stellenweise mittlerweile jetzt echt hoch. Die Dörnchen werden mehr, nur ja, die Kommentare, auch durchschnittliche Wiedergabezeit steigt. Das freut mich alles sehr, aber mit Kommentaren kann man eben interagieren. Da weiß ich, ja, das gefällt euch. Wie zum Beispiel da der Kollege, der Udo benannt hat, der klar, dass da hinten so Höhle, wo man Ambar kriegt und so Dinger. Sowas, ja, das fehlt mir irgendwie. Kette sehr kaputt und auch die Folge rum. Und zack. So. Ja, so wirklich lohnen scheint sich das nicht mehr. Also macht jetzt schon mal nicht sogar zwei Truhen fahren. Trotzdem schon wieder alles leer. Kommt die Frau.
Was ich sagen muss, ich benutze ja für den Arc-Server, benutze ich ja das Arc-Manager-Tool. Und ja, das ist so bequem mit, ich mache abends zum Beispiel Server an für Stream, kann aber auch problemlos den anderen Server anmachen für, wenn ich mit meiner Tochter spiele, auf die Island. Ich könnte jetzt noch andere Server machen mit anderen Maps und anderen Einstellungen. Das ist eine sehr bequeme Sache, wie ich finde. Gut, und bequem ist auch, dass ich euch jetzt nochmal bitte für Däumchen, weil das freut mich, und Kommentare. Wir brauchen Namen. Gut, bis morgen.